Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Dienstag, den 27.01.2015. Mein Name ist Dennis Gürtler. Schön, dass Sie da sind. Blicken wir auf den DAX. Der DAX zieht heute ein wenig zurück. Wir hatten das Hoch bei 10.840 Punkten ungefähr. Und ab da setzt eine kleine Korrektur ein. Die große Frage ist natürlich, der DAX ist auf einem Rekordhoch, auf einem Allzeithoch. Was macht man? Jetzt kaufen? Eher warten, beziehungsweise auf was soll man warten und welche Marken sind wichtig? Nun, lassen Sie uns die Situation so zusammenfassen. Es gibt eine Menge deutsche Aktien, die sind schon sehr gut gelaufen. Und es ist so, dass man hier durchaus Parallelen zum DAX erkennt. Ich meine, sicherlich die großen deutschen Aktien sind im DAX gelistet. Das also, was man hier im DAX sieht, wird man auch vermutlich häufiger in den Aktien finden. Aber es ist zu weit gelaufen für meine Verhältnisse. Der DAX konnte von 9.500 Punkten von diesem Tief hier schön durchsteigen von 9.500 auf über 10.800. Das sind durchaus eine Menge Punkte und da würde ich jetzt vorsichtig agieren beziehungsweise auf einen Rücklauf warten. Das ist die grundsätzliche Situation. Fakt ist, der DAX hatte jedes Mal Schwierigkeiten, hier über die Marke von 10.000 Punkten tatsächlich ansteigen zu können. Über ein ganzes Jahr versuchte es der DAX, aber letztendlich scheiterte er dran und er scheiterte deutlich. Mit dem Durchbruch, und der ist maßgeblich auf Mario Draghi und die EZB zurückzuführen, der extreme Liquidität in den Markt pumpt, schoss der DAX durch. Und jetzt ist es eben so, dass jederzeit eine Konsolidierung möglich ist, aber nicht notwendig. Und das ist eben der springende Punkt. Diese Konsolidierung, mit der würde ich nicht rechnen, weil der DAX sehr, sehr stark ist. Aber wenn sie kommt, dann würde ich im Bereich von 10.000 Punkten nochmal Positionen aufbauen. Letztendlich, wenn wir das hier mal mit einer ordentlichen Trendlinie aufzeichnen, mit einer unterstützenden, dann würde ich frühestens anfangen, den DAX wieder zu kaufen, wenn wir hier eine deutliche Korrektur gesehen haben, sprich also im Bereich der 10.000, 9.960. Das wäre ebenfalls hier auch nochmal eine Zone wert. Und von daher nicht jetzt praktisch in diesen Kaufrausch verfallen, der jetzt natürlich irgendwo schon da ist, sondern ruhig abwarten und gucken, ob man im DAX noch eine Kaufmöglichkeit findet. Letztendlich kauft man bei Durchbrüchen oder nach Korrekturen. Aktuell haben wir keins von beiden hier im DAX. Und wenn wir uns mal die deutschen Aktien angucken, zum Beispiel die K+S, auch da sehr, sehr weit in der Bewegung. Wir hatten hier eine schöne Trendwende-Formation. Gerade der Widerstandsbereich bei der 25-Euro-Marke hat der K+S-Aktie lange Zeit hier den Durchmarsch verwehrt. Aber mit Mario Draghi schoss die ebenfalls durch, konnte auch noch die Hochs aus dem Jahr 2014 im Übrigen überwinden. Naja, und auch hier würde ich sagen, lass die Aktie ruhig mal konsolidieren. Im Bereich der 25er würde ich dann beispielsweise hier wieder erneut angreifen oder eine Drillisch, auch sehr, sehr bullisch gelaufen. Natürlich sagt man sich, okay, wenn man nicht dabei war, guck mal, wie stark die schon gestiegen ist. Und da will man natürlich auch irgendwie partizipieren von diesen starken Ausbrüchen. Aber letztendlich muss man sagen, sie sind alle zu weit gelaufen. Erste Kaufkurse sind wieder im Bereich der 30-Euro-Marke zu erwarten. Auch die Distanz, und das ist ganz, ganz wichtig, die Distanz zur Tages-EMA 200, das ist die blaue gleitende Durchschnittslinie hier. Ich mache Ihnen das mal kurz mit einem Rechteck, mit einem orangen Rechteck, die Distanz hier zu diesem gleitenden Durchschnitt. Das ist schon relativ moderat. Und wir sahen natürlich schon in der Vergangenheit solche Distanzen, gerade hier nochmal, gerade in sehr, sehr starken Trends. Aber der Kurs neigt eben doch dazu, dann auch eine Korrektur einzuleiten. Und in so einem überkauften Momentum würde ich, oder überkauften Status würde ich ungern kaufen. Ich würde aber auch ungern verkaufen, weil das Momentum sehr, sehr bullisch ist. Und vor allem ist es sehr gefährlich, aktuell da reinzuschorten. Von daher bleibt am Ende nur übrig, dass, wenn man jetzt nicht dabei war, dass man eben wartet auf die ehemaligen Widerstandsbereiche, die jetzt erstmal in Rot eingezeichnet wurden, die natürlich mit dem Bruch zu Unterstützungszonen wurden. Und erst wieder an der nächsten Unterstützung würde ich hier beispielsweise mich nach Long-Positionen umgucken. 30 Euro Tages-EMA 55 sicherlich ein Blick wert. Gleiches gilt für die Nordex, wobei die Nordex durchaus interessant ist für einen nächsten Ausbruchstrade.
Aktuell scheitert sie hier so im Bereich der 17 Euro, kann hier nicht weiter ansteigen, aber hat durchaus ein bullisches Marktmomentum, gerade wenn man sich jetzt hier die Tiefs anguckt, die sind permanent steigend, was natürlich für einen bullischen Druck spricht. Und dieser bullische Druck, der sollte sich hier oben über der 17er Marke entfalten. Aktuell keine Short-Position, auch wenn er am Widerstand ist, weil einfach der bullische Druck aktuell zu groß ist. Aber Long-Position jetzt direkt vom Widerstand macht auch wenig Sinn. Abwarten, ob er diesen Widerstandsbereich wirklich knacken kann. Und wenn er den holt, dann haben wir hier Platz bis erstmal in den Bereich von 20 Euro. Sicherlich einen Blick wert. Was haben wir noch? Porsche, auch hier schöne untergeordnete Trendwende. Wir waren in einem völlig intakten, abwärtsgerichteten Trend, wobei den können wir auch gleich mal rot malen. Fallende Tiefs, fallende Hoch soweit. Dann kam es hier, und deswegen fangen wir jetzt gleich mal mit einer neuen Farbe an. Es gab hier einen Trendwechsel, höhere Hochs, höhere Tiefs, Konsolidierungsphase. Und mit dem Bruch dieses Widerstandsbereichs, knapp über der 70-Euro-Marke, 72 Euro, mit dem Bruch wurde eine untergeordnete und übergeordnete Bodenbildung abgeschlossen. Jetzt sehr weit in der Bewegung. Falls ihr auch hier nochmal runterkommt, würde ich beispielsweise im Bereich der 70 Euro nochmal schauen, ob man da in diesen Trade reinkommt. ProSieben haben wir auch noch sehr weit. Sie merken, dass das Marktmuster ist sehr harmonisch. Wir sehen überall bei den starken Aktien sehr weit gelaufene Aktien, die schon deutlich überkauft sind, aber die noch hervorragende Chancen bieten im Falle einer Korrektur. So, und da ist es wichtig, dass man sich einfach so ein bisschen zurückhält und nicht da in so eine Art Panik verfällt, dass man jetzt hier nicht mehr reinkommt. Wie Costolani schon gesagt hat, aber nicht nur der, laufe keiner Straßenbahn hinterher, denn die nächste kommt. Und so ist es auch hier, wir laufen keinem Setup hinterher in der Form, sondern warten, bis es sich uns anbietet. Und momentan bietet sich das nicht an zu kaufen. Wir sind, oder ich bin da deutlich davon überzeugt, dass wir hier noch eine Korrektur sehen könnten. Und ich bin auch gerne bereit, die Korrektur zu kaufen, allerdings nur unter meinen Bedingungen. Und diese sind hier frühestens in der ProSieben-Aktie bei 35 bis 36 Euro. Eigentlich 34, 86, um genau zu sein. Aber 36 würde auch noch passen. Also das sollte man sicherlich hier bedenken. Wir haben die Intel, die aktuell, und jetzt sind wir bei den amerikanischen Indizes, Aktien. Wir haben Intel, die hier momentan keinen wirklichen bullischen Charakter hat, kurzfristig gesehen. Da kommt er momentan nicht weiter. Er tritt auf der Stelle, beziehungsweise die Aktie tritt auf der Stelle. Aber wir sind übergeordnet noch in einem völlig intakten, aufwärtsgerichteten Trend. Eben nur jetzt konsolidieren wir. Und diese kurze Konsolidierung ist soweit akzeptabel. Sie läuft in Form eines bullischen Dreiecks. Ich würde hier abwarten, bis wir über die 38-Euro-Marke ansteigen könnten. Und wenn er das tut, dann sollten wir hier deutliches Momentum sehen. Vor allem sollten wir dann auch die Trendfortsetzung des übergeordneten Trends sehen. Und als letztes schauen wir uns nochmal Microsoft an. Das war Intel, jetzt kommen wir zu Microsoft, so rum. Hier in einer sehr bullischen Aufladung, aktuell fehlt es aber an Momentum. Das ist soweit in Ordnung, aber in dem Moment, wo er hier diese bullische Flagge nach oben triggert, vorzüglich über der 48-Dollar-Marke, wäre der übergeordnete Trend hier bestätigt und wir sollten weiteres Momentum nach oben sehen, vorausgesetzt, wir können auf dem Tageschart über der 48-Dollar-Marke schließen. Erst wenn er das tatsächlich vollzogen hat, erst dann würde ich mich hier nochmal mit der Long-Seite auf Microsoft beschäftigen. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Wir hören uns morgen Mittag wieder. Bis dahin sage ich Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.